Deutsch für Amerikaner ein Sprachführer. Ankunft. Eingang verboten, Ausgang verboten, Durchgang verboten. Warten Sie, wir haben noch einen Golfhauer sowie zwei Hüteschächteln. Das hier ist Ihr Getränkegeld, ist es nicht? Autotreiber, geh an! Ich ziehe das christliche Hospiz vor. Rauchen verboten, Parken verboten, Durchfahrt verboten. Begrüßungen. Heute ist ein wahnlich feiner Tag, ist es nicht? Sie sehen aus wie Ihre eigene Großmutter, gnädige Frau. Darf ich Ihnen meinen lieben Mann vorstellen? Nein, dieser hier. Ich bin sehr froh, Sie zu sehen. Wie geht es Ihrem Herrn Stiefzwilling? Werfen Sie das hässliche Kind weg, gnädige Frau. Ich mache Ihnen ein neues, ein viel schöneres. Guten Morgen, sprich Mahlzeit. Guten Tag, sprich Mahlzeit. Guten Abend, sprich Mahlzeit. Im Restaurant. Bringen Sie mir eine Portion Zahnstocher sowie das Adressenbuch. Das ist nicht mein Revier. Meine Frau wünscht einen Wiener Schnitzer. Ich habe Zitronenschein gewählt. Das ist nicht mein Revier. Bringen Sie mir einen kokainfreien Kaffee. Wir haben in Amerika die Verhinderung. Bringen Sie mir daher eine Flasche eisgekühlten Burgunders, auch drei Gläser Whisky mit Gin sowie kein Selterwasser. Das ist nicht mein Revier. Des Nachts. Sie sind ein Süßherz, mein Liebling, tun Sie so? Das ist mir zu teuer. Ei, mein Fräulein, könnten Sie sich dazu verstehen, mich durch den Abend zu streifen? In Paris gibt es solche Häuser, sie sind sehr praktisch. Hätten Sie wohl die Gewogenheit, auch die Strümpfe abzulegen? In Amerika tun wir so etwas nicht. Dies ist wahrlich teuer, Sie sind ein Vamp. Danke, meine Dame, ich habe schon eine Beziehung. Sie, er, hat meine gänzliche Liebe. Konversation. Er ist ein Stockchinese, du bist ein Wahlsachse. Meinen Frau Gräfin nicht auch, dass dies ein rechtes Scheißwetter sein dürfte? Leihen Sie mir bitte Ihren linken Gummischuh. Ich habe einen guten Charakter, zuzüglich eines Bandwurmes. Bitte zeigen Sie mir den Berliner Verkehr. Ach, so habe ich es nicht gemeint. Dieser Löwe macht einen so zusammengeschmetterten Eindruck. Ich spreche schon geflossen Deutsch. Nur manches Mal breche ich noch etwas Rad. Nach Berlin besuchen wir noch Europa, Persien und Heidelberg. Aber am 4. September, 8 Uhr, 1. Minute, werden wir New York anfahren. Goodbye.